Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, haben wir wieder jede Menge Böller. Und zwar nicht irgendwelche Böller, sondern hier haben wir P1 Schwarzpulverböller gegen P1 Blitzknallböller. Und ich werde euch mal zeigen, was der Unterschied zwischen Schwarzpulver und Blitzknallsatz ist. Wir fangen an mit Schwarzpulverböller, und zwar Funke A-Böller. Die waren schon richtig gut, deswegen zünden wir mal gleich noch mehr. So, und jetzt den letzten Funke A-Böller. Die waren schon richtig, richtig saftig. Wir machen weiter mit Funke B. Ich glaube mit Funke B, genau. Ja, hier will die Zündschnur nicht ganz. Dauert etwas. Wirklich sehr, sehr schmackhaft. Ich drehe mich mal kurz rum. Dann machen wir mal hier weiter. Und zwar mit Funke D. Der ist ausgegangen. Muss mal gucken. Da ist die Zündschnur dran. Sehr, sehr. Jetzt Funke Super 2. Und jetzt geht's weiter mit richtig schönen Blitzböllern. Ah, die sind richtig, richtig, richtig krass. Wahnsinn, was die für Druck haben, die Böller. Unfassbar. Zwischen Schwarzpulver und Blitzknall. Die sind einfach viel, viel stärker. Und jetzt gleich nochmal zwei Stück. Boah, diese Klappen, die haben so viel Schmackes dahinter. Das ist unfassbar. Jetzt Zeus. Ja, das war eher ein Verpuffer. Ich sag mal, die normalerweise sind die auch recht gut, die Teile. Haben auch schöne lange Verzögerung. Ja, den lassen wir lieber mal liegen. Der will nicht, der knallt jetzt nicht. Dann machen wir hier Cobra 2, also Blitzkartusche. Cobra 2. Ja, die sind schon immens. Also das ist schon Wahnsinn, was da rauskommt. Jetzt mal zum Vergleich. Das war auch ein Blitzknall, aber ein schöner Oldschool-Böller. Verdammt heftig. Pyro Union machen wir jetzt hier noch ein. Alter,
ist ja Wahnsinn, wie viel Druck die Teile haben. Das ist unglaublich. Also die haben immens, immens Druck. Ein Wahnsinn. Jetzt muss ich erstmal meine anderen Böller noch suchen. Da sind sie. Also jetzt haben wir hier noch Blitzkartusche Cobra 1. Und jetzt nochmal zwei Blitzkartusche Cobra 1. So, und ich hoffe, ihr konntet nicht deutlich den Unterschied zwischen Blitzknall und Schwarzpulver erkennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.